Nur jetzt muss ich nur noch den Chat hier wieder hier reinkriegen. Neues Fenster öffnen. Okay, jetzt muss ich aber den Chat hier ausklinken.
Genau, jetzt ist der als Fenster. Oh, Toni, moin. Schön, dass du auch mal vor. Schön, dass du auch mal. Schön, dass du auch reinschaust. Ich hoffe, dir geht das auch gut. So, dann erstelle ich mal. Ich will doch nur. Es war doch mal so einfach. Wieso ist das jetzt so? Okay. Kann ich das jetzt hier irgendwie hier wegmachen? Tschüssikowski. Jetzt will ich das irgendwie auch weg haben hier. Tschüss. Tschüss. Wieso machst du nicht Tschüss? Fensterliste. Boah, das war mal so einfach zu bedienen, das Ganze. Okay, Chat. Hä? Nein. Ja, jetzt bitte schließen. Nein. Alter, jetzt ist das riesig. Was ist denn jetzt hier los? So, mach dich mal ein bisschen kleiner hier. Das freut mich. Mir geht es soweit auch gut. Ja. Naja, wenn die Sorgen halt nicht wären. Neu zentrieren, Mouse-Input-Blockchen sichtbar halten. Jetzt weg. So, kann ich dich irgendwie jetzt zumachen, du Fenster? Ah, jetzt. Jetzt habe ich endlich den Chat auch hier. So. So ist es doch wieder schön. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag gehabt. Ja. Ach so, falls ich bei euch ein bisschen ruckelig rüberkommen sollte, mein Internet an sich ist gar nicht mal so schlecht, aber die WLAN-Verbindung ist Grotte. Ja, ich wollte mal einfach mal einen spontanen Livestreamer wieder anmachen und einfach mal ein bisschen mit euch in VR-Chat chillen. Weil das ist ja wirklich lang nicht mehr, ist ja wirklich nicht mehr lange bei mir passiert und
Ich weiß, dass ihr bei mir VR-Chat-Streams haben wollt. Ich kenne euch doch. Ja. Ja. Ach ja, Toni, was du ja noch nicht wusstest, ich habe vor einigen Tagen, also ich glaube vor wenigen Tagen, angefangen mit einer sehr netten Dame zu schreiben. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, wir haben uns gegenseitig in uns verliebt. Ja. Ist ja nur, naja, aktuell geht's ihr gerade nicht so gut. Also ich frage sie ja immer jeden Tag, wie es ihr geht. Und ja, dann kommt meistens dann leider dann immer geht so. Leider fragt sie nicht nach, wie es mir geht. Und ja. Aber wenigstens hat sie geantwortet, als ich ihr geschrieben habe, dass es mir gut geht, hat sie mit wenigstens geantwortet. Und ja. Ich bin halt einer, ich mache mir halt sehr schnell um jemanden Sorgen, den ich halt sehr gern habe. Und ja. Ja, irgendwie habe ich halt so das Gefühl, dass ich sie einfach mal in Ruhe lassen sollte. Und ja. Ich verspüre irgendwie das und dieses eine Gefühl, dass ich ihr auf die Nerven gehen würde. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne das Gefühl leider nur zu gut. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es ja wieder zu Unrecht gekommen. Ja. Ich habe ja, also ich schicke ja auch sehr gerne Videos auf Instagram. Ja, und da habe ich ja auch heute auch geschrieben, falls sie einfach ein bisschen Ablenkung braucht, dass sie sich einfach meine Videos oder so dann sich dann einfach anschauen kann. Ja, mehr kann man da leider nicht machen. Also die größte Angst, die ich aktuell verspüre, ist, dass sie sich langsam, aber sicher immer mehr von mir entfernt, also abwendet. Nicht mehr wirklich den Kontakt zu mir haben möchte. Weil das habe ich leider auch schon sehr oft miterlebt, dass
die ersten Tage alles sehr gut verläuft, wo man denkt, das kann lange anhalten, aber dann immer mehr dann doch nicht der Fall ist. Und allein da ich das ja schon leider sehr oft erlebt habe, macht mich das halt innerlich immer mehr fertig, obwohl ich trotzdem immer jeden Tag versuche, Freude auszustrahlen, merke ich aber immer mehr, dass mich sowas immer mehr zerreißt. Und das ist manchmal bei mir sogar ehrlich gesagt so schlimm, dass ich manchmal den Gedanken habe, nicht mehr existieren zu wollen. Weil man wird ja nur noch verarscht heutzutage. In dem ersten Moment Frieden, Freude, Eierkuchen und dann wird man nur noch verarscht oder es wird nicht mehr ehrlich gesagt, was man denkt oder was gerade Phase ist. Ja, aber du, Toni, was willst du machen? Klar, viele sagen, geh zum Psychologen, aber das ist auch nicht so das Wahre, was man sich eigentlich vorstellt, weil etwas von der Seele sprechen zu können, hat auch sehr viel mit Vertrauen auch zu tun. Und dieses Vertrauen baut man nicht bei jemandem auf, den man quasi nur ein paar Minuten kennt oder so. Verstehst du, wie ich das meine? Ich meine, klar, ganz gut und schön, dass es solche Leute gibt, aber so richtig weiter bringt einen das ja auch nicht wirklich. Außer man hat halt dann halt sehr, sehr viel Geld dadurch dann halt verloren oder klar, in Sachen, wenn es halt die Arbeit fördert, dann bekommt man das auch vom Jobcenter oder so dann auch dann ausgezahlt oder von der Krankenkasse irgendwie dann auch ausgezahlt, aber oder sprich unterstützt, aber ehrlich gesagt, es bringt einen nicht wirklich weiter, weil erzählen ist das eine, aber wirklich das im Vertrauen zu erzählen ist nicht dasselbe. Ich meine, die Psychologen, die müssen es machen. Es ist nämlich ihr Job. Aber das erweckt in mir nicht wirklich ein vertrauenswürdiges Gefühl. Und ehrlich gesagt, das kotzt mich in dieser aktuellen Welt an. Dass zum Beispiel auch gewisse Dinge auch einfach als selbstverständlich genommen werden. Und dass es der Welt da draußen egal ist, ob man jetzt quasi jetzt psychisch am Ende ist oder ja, das kotzt mich einfach an. Da frage ich mich, wie soll man in dieser Welt noch Freude ausstrahlen? Da mag man eigentlich gar nicht mehr wirklich Freude ausstrahlen, weil es gibt so gesehen eigentlich keinen Grund mehr dafür. Ja. Die in Anführungsstrichen Zivilisation ist scheiße. Ich sag's so, wie es ist. Es ist scheiße.
Aber trotzdem, ich stehe jeden Tag auf, versuche mir zu sagen, also ich sage ja jetzt offen, wie es ist, ich bete zu Jesus und bitte ihn, dass er mir die Kraft schenkt, den Tag zu überstehen. Klar, ich sag's manchmal nicht oder öfters nicht laut, aber bei ihm weiß ich, er vertraut mir zu 100% und ich kann ihn auch zu 100% vertrauen. Weil er liebt mich so wie ich bin. Und verstellt es auch nicht. Und das spüre ich richtig. Er ist übrigens auch meine Kraft, die mich jeden Tag diese Freude ausstrahlen lässt. Ja. Und da kann mir jetzt jemand ankommen und sagen, dass er es angeblich besser weiß oder es nicht so stimmt, aber ich bleib trotzdem dem treu, was ich halt für mich entdeckt habe. Ja. Aber nichtsdestotrotz fällt es mir trotzdem in aktuellem Sinne halt schwer, mich irgendwo zu bewerben. Auch wenn ich weiß, dass, ja, also ich bin trotzdem immer noch unsicher, also ich glaube an ihn, aber ich bin trotzdem nicht wirklich, immer noch nicht mit meiner selbst. Aber das ist etwas, was viele leider nicht verstehen. Aber einer meiner größten seelischen Wünsche ist einfach nur, eine Frau an meiner Seite zu haben, bei der ich mir wirklich sicher sein kann, dass sie mich liebt und auch wirklich für mich da ist, auch wenn es aktuell schwer ist, also auch wenn es in dem Moment vielleicht schwer ist, aber ich brauche da einfach diese Sicherheit. Und ich weiß, dass Jesus mich zu Luna geführt hat. Aber ich muss auch wirklich sicher sein, dass sie auch wirklich die ist, die mich wirklich aushält. Ich meine, klar, für viele bin ich vielleicht nervig, wenn ich mir Sorgen mache, aber ich mache das ja nicht, um die Leute zu ärgern. Ich mache das einfach nur, weil sie mir halt was bedeuten. Und wenn es wirklich passt, auch wirklich schnell eine Bindung auf. Und ja. Und wie gesagt, Toni, ich habe sie gefragt und sie hat sich schnell in mich verliebt. Also gegenseitig. Ja.
weiß, dass das Zeit braucht, das ist klar, aber ich möchte halt nur nicht, dass es halt so eine Phase ist, anfangs gegenseitig verlieben und dann, dass dann einer dann doch einen ganz anderen Weg dann einschlägt und dass der andere dann dann einfach nur stehen gelassen wird. Ja. Ja. Als wenn dir dann einfach in dem Moment das Herz rausgerissen wird. Und in dem. Und dann zertreten wird. Ja. Rausgerissen und zertreten. Als wenn es für die Leute kein Herz gibt. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Toni, in dem Moment, also ich hab's ja in Norberts / Roberts Stream ja kennengelernt. Also ich hab da, ja, sie war da halt im Chat und wir sind dann halt ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann ja. Habe ich dann halt gefragt, ob sie Discord hat und ja, dann sind wir halt ins Gespräch halt gekommen. Tja. Ich wünsche mir wirklich so sehr, dass sie mir wirklich treu bleibt, auch wenn man sich das nicht aussuchen kann. Ich meine, ich versuche ja jetzt auch nebenbei, dass sie sich quasi mit meinen Freunden quasi anfreunden kann, weil sie wirklich keine wirklichen Freunde hat, mit denen sie mal was unternehmen kann. Und da versuche ich es einfach mal ihr zuliebe dann halt mit meinen Freunden halt, ja. Naja, aber dazu kann ich ja auch fast ein Buch schreiben mit angeblich Freunden, die im ersten Moment ein sehr vertrauenserweckend erscheinen und dann im nächsten Moment dann doch dann einen verlassen. Das ist ja auch mit meinen damaligen Dorffreunden auch dann passiert. Ich bin umgezogen und die haben den Kontakt alle zu mir abgebrochen. Ja. Also das hat mir gesagt, dass das nicht alles glänzt, was einem golden erscheint. Und dass für einige Leute Freundschaft halt einen Dreck bedeutet.
Ja. Du, sag mal, Toni, vermisst du eigentlich deine schöne Kindheitszeit? Yay. Ganz ehrlich, ich vermisse sie auch. So wie ich aktuell lebe, ist es ehrlich gesagt scheiße. Klar, man hat seine Leute übers Internet, aber die richtig schönen Momente, die hat man doch eigentlich immer, wenn man quasi mit seinen Leuten immer rausgegangen ist oder irgendwie Blödsinn gemacht hat oder ja, man es einfach draußen halt genossen hat und ja. Es war halt immer schön, wenn die Schule vorbei war und man zu Hause war. Ist man halt zu Nachbarskumpels halt gegangen und ja. Man hat einfach was unternommen. Sei es auch nur Steine ins Wasser geworfen oder ja, irgendeinen Blödsinn gelabert hat oder so, ja. Man war halt draußen, man hatte seine Bewegung gehabt und auch bei schlechtem Wetter hat man halt was gemacht, auch wenn es halt drinne war, aber tja, man saß halt nicht nur rum. Aber wenn man sowas jetzt aktuell machen würde, dann wird man einfach nur noch dumm angeguckt. Aber ganz ehrlich, ja. Die Leute verdummen, ehrlich gesagt. Und verlässt sich immer mehr auf die Technik. Ich sag euch eins. Wenn es irgendwann einen weltweiten Internetausfall geben wird, ist endlich gesagt Dritter Weltkrieg, aber richtig. Und damit meine ich nicht nur zwei, drei Ländern, sondern auf dem ganzen Planeten. Weil die Menschen ohne Internet
nicht mehr wirklich zurechtfinden. Oder sich zurechtfinden. Sprich, alles Wichtige läuft da übers Internet. Man kann sich ohne Strom und Internet sich nichts zu essen holen oder machen. Klar, man kann nackt, also zu essen machen, das ginge schon. Aber kaufen geht halt schlecht. Aber dann gibt es halt noch die Möglichkeit, es selber anzubauen. Das wäre quasi kein Problem. Das bekäme ich ja auch noch hin. Aber die ganzen anderen Leute, die zum Beispiel nichts wirklich mit der Landwirtschaft zu tun haben, die sind aufgeschmissen. Zum Beispiel Generation Z. Die mit dem ganzen Luxus groß werden und aufwachsen und von Kindesalter an schon mit alles miterleben. Den wird es am schlimmsten treffen. Ja, auch alle Kraftwerke, ja genau. Also ich kann nicht sagen, wenn weltweit Strom und Internet ausfällt, dann ist ja richtig Armageddon. Dann bringen die Menschen sich gegenseitig um. Du, Vater werden ist ja nicht das Schlimme. Man muss ja nur seine Kinder mit liebevoller Strenge halt erziehen und denen auch mal Grenzen setzen, damit die es dann so früh wie möglich dann auch verstehen. Weil auch mit mir hat es ja auch geklappt, oder mit dir? Aber wenn du dir die heutigen Kinder dir anguckst, zum Beispiel auf der Straße, entweder glotzen sie nur auf ihr scheiß Handy oder gehen einfach ohne zu gucken über die Straße, beleidigen ohne Grund, schreien einfach nur rum, oder teilen nur Sachen übers Handy. Ich sag so, wie es ist. Ohne Strom und Internet sehe ich diese Kinder sich gegenseitig sich um. Ehrlich gesagt, die gehen als erstes drauf. Dann ist nichts mit tolle Zukunft, nee. Dann könnte nur noch unser eins versuchen, es wieder gerade zu rücken, aber die Alteingesessenen, die wollen mit der kommenden Zeit nichts mehr wirklich zu tun haben. Das hängt und dann bleibt alles nur noch auf uns hängen. Die im Hier und Jetzt sind. Ja, das ist Fakt.
Ach ja. Ich warte noch circa 80 Jahre ab und dann bin ich eh weg. Das wissen wir ja auch nicht, ob wir genau 80 oder 90 werden, du. Das weiß aber alles Jesus. Oder besser gesagt Gott. Der weiß das am besten. Der weiß, wann für uns Zeit ist, die Erde zu verlassen. Ja, zum Beispiel mein Opa, mütterlicherseits, ist mit 51 gestorben, weil er halt Krebs, also halt Magenkrebs halt hatte. Also erst hatte er den Magendurchbruch gehabt und dann ist er leider an Krebs gestorben. Und 51 Jahre, das ist kein Alter zum Sterben. Aber es war halt Zeit für ihn zu gehen. Wenn ich mich noch an das erinnere, was Oma gesagt hat, was Opa ihr gesagt hat, als er das erste Mal seinen Körper verlassen hat und sich da gesehen hat und sich da liegen sehen hat und wie die Ärzte da rumgedoktert haben. Er hat sich wirklich erlöst gefühlt. Er hatte nicht immer diese Schmerzen gehabt. Und dann hat er auch wirklich dann gesagt, dass er da wirklich echt stinkig war, dass die Ärzte ihn dann doch dann wieder zurückgeholt haben. Weil er ja dann wieder diese Schmerzen dann wieder hatte. Als Kind habe ich das nie begriffen. Ehrlich gesagt habe ich mir an dem Tag, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, auch nicht wirklich so den Gedanken, nicht so wirklich den Kopf drum gemacht, dass er jetzt nicht mehr wiederkommen wird. Und auch wenn mich das immer noch ziemlich belastet, weiß ich auf der anderen Seite auch, nichts passiert ohne Grund. Ja. Und ganz ehrlich, ich kann Opa auch wirklich verstehen, dass er in dem Moment sauer war, dass die Ärzte ihn wieder zurückgeholt haben. Ich meine, wenn du gerufen wirst und du kannst endlich wieder nach Hause und musst dann trotzdem nochmal zurück auf die Erde, dann ist es klar. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Aber nun verstehe ich auch, dass Opa gehen wollte. Oder dass, also er wollte die Schmerzen nicht mehr haben. Und der einfachste Weg war halt in dem Moment halt zurück nach Hause halt zu gehen. Ja. Und dann geht mir auch dieser eine Satz, den zum Beispiel Steve Jobs auf bei dieser einen Rede 2005 gesagt hatte. Also ich versuch's mal so ähnlich zu erläutern. Wir haben nur dieses eine Leben.
Und dieses Leben sollte man wirklich nutzen und das Beste draußen machen und jeden Tag zu genießen. Und man soll stets hungrig und neugierig sein. Weil dieses eine Leben kann im nächsten Augenblick plötzlich vorbei sein. Ja. Ich zum Beispiel weiß auch nicht, wann ich die Erde verlassen darf. Oder verlassen werde. Ganz ehrlich, Toni, ich auch. Ich habe auch über Hunger. Ja, aber seit ich mir zum Beispiel diese Rede mir von Steve Jobs mir angehört habe, habe ich auch wirklich die Sache verstanden, dass wir unser Leben wirklich genießen sollten. Ja, dass wir Zeit mit unseren Freunden verbringen sollen. Dass wir einfach mal neue Dinge mal entdecken sollen oder einfach mal die Seele mal entspannen. Zum Beispiel raus aus dem ganzen Stress. Raus in die Natur. Also raus aus dem Stress und rein in die Natur. Einfach mal wieder zu erleben, wie es ist, Mensch zu sein. Und damit meine ich nicht, auf Straßen mit Autos rumzufahren oder irgendwelche Reisen mit Flugzeugen zu unternehmen, sondern einfach mal das machen, was die Natur einbietet. Und die Natur da draußen bietet echt eine Menge. Viele sehen es nur nicht, weil sie geblendet von der heutigen Technik und so alles ist. Aber versteht ihr, wie ich das meine? Die Welt hat so viel zu bieten. Und das, was wir sehen, ist nur ein Bruchteil von dem Ganzen. Ja. Genau. Aber wenn man weiß, dass nicht immer jeder Baum gute Früchte trägt, dann geht man auch zu den Bäumen, wo halt die guten Früchte sind. Und die schlechten Früchte, die entsorgt man. Oder gibt sie denen, die halt was damit anfangen können. Weil was zum Beispiel für mich oder für dich in dem ersten Moment nicht so schön sein mag oder halt schlecht aussehen mag, kann für einen anderen schon wieder den siebten Himmel aufmachen. Verstehst du? Du würdest zum Beispiel einen Apfel, der faulig ist, wegschmeißen, ne? Aber im Endeffekt, indem du das tust, tust du anderen damit einen Gefallen oder machst damit anderen eine große Freude. Zum Beispiel fliegen damit sie aus dem verfaulten Apfel
quasi ihre Larven erzeugen können und neue Fliegen auf die Welt bringen können. Verstehst du? Man kann es sich schlecht reden, aber man kann auch mal versuchen, das Positive darin zu sehen. Und das ist doch das, worauf es eigentlich im Endeffekt darauf ankommt. Aber nur leider sehen das halt viele halt nicht so. Und das finde ich halt einfach traurig. Oder es wird dann halt von Kind aus an halt dann so dann beigebracht, dass alles Faule schlecht ist. Im Endeffekt ist es nur halt für dich oder für mich in dem Moment halt schlecht, aber für einen anderen halt gut. Und das ist halt traurig, dass das halt nicht so wirklich so, dass es halt nicht so beigebracht wird. Ja, aber vielleicht ist es auch auf der Erde auch wohl noch nicht so vorgesehen, dass man wirklich das beigebracht bekommt, worauf es wirklich ankommt, sondern wirklich nur das beigebracht bekommt, was andere quasi erlebt haben oder durchmachen mussten. Zum Beispiel Schule. Gutes Beispiel. Die heutige Schule, zum Beispiel bei uns in Deutschland, ist, was der aktuelle Stand angeht, total veraltet. Man bekommt in Geschichte nur die Vergangenheit nur beigebracht. Nichts Interessantes aus der Gegenwart. Man bekommt nicht wirklich lebenswichtige Inhalte beigebracht, die im Alleinleben einen sehr nützlich sein könnten. Nein. Stattdessen bekommt man irgendwelche Zahlen in den Kopf geknallt. Man soll sie multiplizieren und oder irgendwelche Wurzeln ziehen. Ja, aber das sind halt so Sachen, die braucht man eigentlich im eigentlichen Leben nicht wirklich. Das Einzige, was man in der Schule beigebracht bekommt, ist, wie man auf dem schnellsten Weg die Fresse zu halten hat, Befehlen gehorcht und dass man sich quasi am besten nicht mit seinen Mitschülern sich verständigt. Ja. Aber lebenswichtige Dinge bekommt man dort nicht beigebracht. Und das sind die Schulen. Außerdem kriegen die Kinder da wirklich oder die Schüler das halt so mit, dass wirklich jeder, sagen wir mal, um 7 Uhr da sein muss, obwohl vielleicht andere zu anderen Zeiten mehr auffassungsfähig sind. Versteht ihr? Jeder ist individuell. Jeder hat wirklich Interesse, was zu lernen. Nur halt hat nicht jeder Bock, das Gleiche zu lernen. Und ich finde, das ist doch nicht das Ziel, dass
jeder dasselbe beigebracht bekommt. Ich finde, man kann doch das eigentlich so machen, dass zum Beispiel, wenn man gerne das werden möchte oder der möchte gerne das werden, dass man das quasi auf denjenigen dann anpasst. Oder dass man die Lernzeiten variiert. Dass zum Beispiel die Gruppe, die frühest in der Lage sind zu lernen, dass die dann halt zur Schule gehen und was lernen und diejenigen, die nachmittags fit sind oder in der Fassung oder in der Lage sind, was zu lernen, dass sie dann nachmittags dann, also ja, ganz ehrlich, das Schulsystem ist für den Arsch. Das Schulsystem ist für den Arsch. Und dann den Kindern vorgaukeln, Schule macht Spaß. Ganz ehrlich, wer hat dir da ins Hirn geschissen? Zu behaupten, Schule macht Spaß, obwohl du selber weißt, dass es die schlimmste Zeit in deinem Jahr ist, die du miterleben musst. Es tut mir leid, dass ich da so direkt sein muss, aber ganz ehrlich, es ist Fakt. Ich habe auch, als ich eingeschult wurde, geglaubt, Schule würde Spaß machen oder wäre wirklich was Sinnvolles. Aber nee, das, was mir damals passiert ist, hat mir die Augen geöffnet und gesagt, Schule ist alles andere als schön. Ja. Oder spaßig. Außerdem Lehrkräftemangel. Die alten Lehrkräfte sind entweder inzwischen in Rente oder haben nicht mehr wirklich Lust, das auszuüben. Und die jungen Leute werden so unter Druck gesetzt, dass sie am Ende auch nicht wirklich Lust haben, diesen Beruf auszuführen oder ausüben zu wollen. Weil das einfach in der heutigen Zeit scheiße ist. Und diejenigen, die gerne eine Lehrkraft sein wollen, denen wird das so schwer wie nur möglich gemacht. Ja. Ja, Arbeitskräfte allgemein. Aber ganz ehrlich, das haben die Menschen sich aber auch selber zuzuschreiben. Das haben die Menschen so gesehen auch selber sich selber zuzuschreiben. Klingt hart, ist aber so. Ja, so ist es. Ach ja. Ach, die Welt ist einfach schön. Ui, wer hat denn hier was? A random table is following you.
Nein. Ich wollte eigentlich sagen, hätte ich herzlich willkommen, aber das hast du dir jetzt verbrockt, indem du Eigenwerbung machst. Und das wird hier bei mir nicht geduldet. Nur leider habe ich auch gerade keinen. Leider habe ich auch gerade keinen Mod hier. Professor Love, nein, danke. So, wie kann ich jetzt. Hey Josa, du sag mal Josa, hast du eigentlich hier Modrechte oder? Weil jetzt wünsche ich, jetzt wäre ein Mod gerade hier manuell gelöscht oder am Ende des Streams. Habe ich nicht mehr aus irgendeinem Grund. Okay. Dann guck ich mal, wie ich es dir geben kann, weil du müsstest da eine Sache für mich erledigen. Oder für uns alle. Ich guck mal ganz kurz, wo das war. Ich hab nämlich auch lange nicht mehr gemacht. War das unter Einstellungen? Wo war das? Nee, unter Einstellungen war das nicht. Das war Sicherheit, Privatsphäre auch nicht. Oh, ich müsste den Seribot mal wieder reinholen, ey. Aber eigentlich habe ich den noch reingeholt. Aber wieso funktioniert der nicht? Community Rollenverwaltung. Hier war das. Nee, Josa, du bist ja gar nicht drinne, komischerweise. Josa Feier. Hast du einen Mod-Username? Okay. Ist dein Profilbild mit einem blonden Typi drauf? Und ich glaube, ich muss die Null groß machen. Warte mal. Ich glaube, ich habe das Falsche gesucht. Wo habe ich denn jetzt hier? Josa. Das O muss groß. Come on. Es kann wohl nur der sein. Das ist eine Null. Ah, okay. Ach da, okay. So, du hast die Mod-Rolle. Du hast sie wieder. Dann bitte ich dich einfach mal erstmal
den einen Herrn in einen Timer zu versetzen. Oder sollte man doch besser gleich kicken? Okay. Na, ich versuch's erstmal auf die humane Art. Ja, okay. Weil, ganz ehrlich, auf solche Leute habe ich keine Lust, die kommen rein, lassen zwar ein Follow da, aber dann kommen sie dann mit ihrer scheiß Eigenwerbung, ey. Dann kann man den auch gleich aus der Follower-Liste auch gleich wieder rausnehmen, wenn das ginge. Geht natürlich nicht. Och, er hat auch nur 24 Follower. Naja, dann sucht er bestimmt wieder irgendwelche Streams, wo er Werbung für seinen kleinen Kanal machen kann und ja. Nee. Irgendwie ging das bei mir nicht. Komischerweise ging das bei mir nicht. Aber was ich machen muss, ich muss mich mal um den Seribot mich mal kümmern. Dass der wieder bei mir drinne ist. War das Ausrufezeichen Join oder wie war das? Online Follow-Ban. Ja, genau, Join war das. Klicke zum Abschließen auf diesen Link, geh danach zu deinem Kanal und gib Mod Seribot in deinem Chat ein. Erstmal muss das Ganze autorisiert werden. So. Dann soll ich in meinen Stream gehen. Wie war nochmal der Command? / mod Seribot. Kann einer von euch / oder muss ich das machen? Das muss ich machen, okay. Oh, englische Tastaturlayout, ich hasse es. War dann Unterstrich dazwischen? Da ist ein Unterstrich zwischen.
ist bereits ein Moderator für diesen Kanal. Ja, und jetzt? Und vielleicht führe ich diesen Befehl erneut aus. Ah, okay. Muss ich jetzt Join reinschreiben? Ach nee, ich muss es da nochmal reinmachen. Ausrufezeichen. Join. Wenn du diese Nachricht siehst, bist du fertig. Ich trete deinem Kanal bei, wenn du live bist. Ich blockiere auch Followbots für dich. Soll ich jetzt hier den Command Followerbots jetzt eingeben? Und das muss jetzt bei Seribot jetzt sein, ne? Da muss ich das jetzt wohl eingeben. Followbots. Eingabe. Schutz vor Followbots aktiviert. Perfekt. Ist der Seribot eigentlich jetzt aktiv? Stand er dir jetzt nicht dran, dass er jetzt reingejoint ist? Ah, okay, gut. Supi, supi. Nächstes Mal. Ah, okay, gut. Weil der hat seine Arbeit dann eigentlich immer recht gut gemacht. Ja. Laut Mod-Video ist er aktiv. Ah, okay. Ah, okay, gut. Weil ich habe das im Chat nicht gesehen, dass er jetzt aktiv ist. Also hier im Chat, weil sonst sehe ich immer, dass Seribot reingejoint ist. Jo. Na, ich werde dann sehen. Okay, dann ist es dann einfach so. Ja. Dann ist er aktiv. Soll ich mal was Schlimmes schreiben? Solange er dich dann gleich nicht blockiert. Aber dann kann Josa dich dann wieder freimachen. Ich weiß gar nicht, muss man da was Schlimmes schreiben? Ich weiß gar nicht. Also in der Regel blockiert er auf jeden Fall dann alle Follower-Bots. Das sehe ich dann immer im Chat, dass dann so und so viele Follower-Bots blockiert wurden. Mod, das geht glaube ich nicht. Shabby ist glaube ich kein Mod. Ja. Hätte ja nicht unbedingt das Wort sein müssen. Naja. Wie wär's mit Caps Lock Spamme? Reagiert eigentlich da drauf?
Eigentlich müsste sich doch der Nightbot sich doch eigentlich melden, aber der meldet sich ja auch nicht. Oder haben wir den wieder entschärft gehabt, weil der auf jegliche Scheinbeandeutung darauf reagiert hat? Na egal, na egal. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Okay, der Link wird gleich gelöscht. Ah, okay. War das etwa ein Link von... Oh, trockener Hals, ey. Oh. Wo ist mein Wasser? Ist da noch was drin, hä? Huch. Wo ist meine Flasche? Habe ich die noch in der Küche? Ah. Okay, der Nightbot, der macht hier schön seine... Ach so, Toni, hast du die Nachrichten denn schon wieder gelöscht? Oh, das lag wie Arsch. Achso, kannst du die Nachrichten, also die Shavi da geschrieben hat zum Probieren, kannst du die dann wieder wegmachen? Weil sie hat ja mal geschrieben. Ich glaube, das war die eine Hitler-Nachricht, dann ich... und den Link. Ach nee. Ach, Toni ist ja kein Mod. Ach, stimmt, 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 ja. Ah. Josa hat gemacht. Toni ist ja VIP. Der Glückliche. Er ist ja VIP. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Josa. Njo. Njo. Ich müsste mal eine andere Welt mal raussuchen. Könnten wir die Welt ja mal wieder anschauen. Auf der war ich auch lange nicht mehr. Voll deutsch. mit einem Livestream in Voll Deutsch reingehen? Ich weiß nicht. Aber das ist komisch, dass du hier beleidigen kannst. Ja, das stimmt. Eigentlich ist man immer dagegen und ich bin eigentlich auch immer einer, der gegen Beleidigungen ist. Oh, mein Abi sieht hier in der Welt auch besonders cool aus. Das sieht so cool aus. No. Pfötchen. Ich hab euch einen auf die Nase gebubt. Genau. Ich komm gleich und patte dich. Ja. So, dann. Ihr könnt ja nur mich ja nur sehen. Ich
lass mich mal das mal so in so drehen. Ja. Ja, jetzt habt ihr das so in Sicht, wie ich das jetzt, also aus meiner Perspektive. Ja, dann schauen wir uns mal die Welt mal an. Ob hier sich hier irgendwas verändert hat. Ich mache mal ein bisschen höher. Muss ja nicht gleich hier. Also ich möchte nämlich auch noch was sehen. Ja, Dankeschön. Ja. Ich glaube, das liegt einfach am Hopkins selber. Die sind einfach nur niedlich. Ich habe übrigens auch meinen eigenen Avi bekommen gestern. Den muss ich dir zeigen. Die Tage. Oh, schön. Huch. Ich wollte eigentlich einen Daumen nach oben machen. Schön. Ja. Das soll übrigens Daumen sein. Also, ja. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja. Ja. Ich liebe ja echt diesen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ich glaube, das ist mehr Sonnenuntergang, ne? Ich weiß ja nicht. Ich muss die Kamera einfach mal in der Hand halten, ja. So. Hier lang. Der berühmte grüne Daumen. Ach ja. Foi, foi. Ach ja, der schöne Wasserfall. Immer wieder schön anzusehen.
Irgendwie sehen die jetzt sogar noch schön aus, habe ich den Eindruck. Die glänzen jetzt mehr. Einfach nur schön. Aber ich finde, man muss einfach selber hier sein, um das quasi zu sehen, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Welt zu besuchen. Also ich kann irgendwie echt sagen, ich bin auch schon fast ein alter VR-Chat-Hase. Ich meine, ich kenne die Welt schon gefühlt seit 2021. Ja. Ja, wo es halt mit mir halt losging mit Arbeitslosigkeit, ja. Ja. Das stimmt. Da ist der Ton wieder. Mein Internet zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Aber komischerweise läuft der Stream weiterhin gut. Aber so gesehen kann ich sagen, ich habe die Veränderung von dieser Welt alle miterlebt. Auch die Veränderung von Kartoffelbeet. Obwohl sich Kartoffelbeet sich nicht wirklich verändert hat. Nur die Besen sind halt verschwunden. Welche Welt hab ich noch miterlebt, so die Veränderung, aber auf jeden Fall die Welt hier, auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Welt, Sanity Cove ist einer meiner Lieblingswelten hier in VRChat, auch wenn ich in der letzten Zeit nicht wirklich oft hier war, aber es ist immer wieder schön, hier reinzukommen. Aber man muss es einfach selber erleben hier.
Ganz ehrlich, das mit diesem Glossy und diesen Neonröhren, so stelle ich mir meine Home-Welt mir irgendwie auch vor, so meine eigene VR-Chat-Welt. Weil es passt einfach zum Abi. Ja, also zu mir passt es. Ich habe auch echt mal wieder Bock, mir so eine richtig schöne, geile, so eine Neonröhrenlampe mir zu holen, die quasi so an Uhren so dran waren. Als es halt diesen Trend halt gab. Generell diesen 80er-Jahre-Style echt irgendwie richtig cool. Josa möchte gerne beitreten. Ich kann dir von Amazon die LDS nicht empfehlen, die du aufkleben musst. Okay. Du meinst bestimmt die LED-Stripes, ne? Hallo, Hallöchen, Josa. Hi. Na? Na du? Gut, jetzt kann man das nicht sehen. Jetzt müsste ich eigentlich die Cam für den Stream einfach mal ein bisschen umschalten, oder? Oder man macht das einfach mal so. Ach, schön mal wieder VR-Chat zu streamen. Oh ja, das glaube ich, das ist ja nun schon eine ganze Ewigkeit her, als du ja schon gestreamt hast. Ja, das stimmt. Und ich habe ja auch gemerkt, dass die Leute das vermisst haben. Ja, also VR-Chat-Streams, die vermisst man schon. Weil du ja damals echt regelmäßig unterwegs warst. Ja, das stimmt. Ich meine, 7 Zuschauer. Das habe ich bis jetzt nur, wenn ich VR-Chat gestreamt habe. Normal, ja. Ja. Also, sorry, wenn du auf Twitch in einer Content-Nische drin bist, dann darfst du schon fast nichts anderes mehr streamen. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, das ist die Josa. Ja, Toni Lein. Ja. Aber ich habe gemerkt, so ist es auch für die Zuschauer auch angenehmer, wenn ich die Cam hier so hinmache, wenn ich hier die Internet Stream Cam anmache, weil dann sieht man, weil dann bekommt man nicht immer ständig meine Kopfbewegungen mit und es ist halt einfach entspannter. Man kann halt uns oder mich dann halt sehen und ich kann mich bewegen, wie ich möchte. Den Leuten stört es nicht.
Und selbst wenn es den Leuten stören würde, wäre es mir egal. Ja, wenn ich VR-Chat streame, dann mache ich das ja auch so. Ja. Ist ja. Super angenehm. Vor allem, weil die Zuschauer auch deinen Avatar sehen wollen und so. Ja, genau. Das ist immer so der Main-Fokus von denjenigen, die dich zusehen, weil der Avatar, das ist nicht, dass der Stream dich identifiziert sozusagen. Und ich weiß ja, dass meine Zuschauer meinen aktuellen Abi ziemlich scharf finden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass ich es einfach mal selber probiert habe, die Textur zu machen. Ja. Und auch. Ja. Aber ich habe es einfach probiert und dann auch einfach gemacht. Und so schafft man es auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich vielleicht irgendwie einen anderen Avatar, klar, der Hopkin wird mein Main-Avatar bleiben, aber vielleicht, wenn ich diese Textur vielleicht auf einen Nado-Dragon vielleicht übertragen würde, würde es sicherlich auch cool aussehen. Ja, vor allem beim Nado-Dragon sind ja in den Sachen wirklich. Nado-Dragon oder dieses neue Hasen-Fairy-Modell. Ja, den zum Beispiel der liebe Floppin hat. Hey, war zum Beispiel, wo mein Hopkin die Textur auch auf diesen Avatar. Ja, quasi geretagt hat und so. Mhm. Rumpel ist auch in VR-Chat. Und Toni Lein. Lustig. Ja. Dann kann immer. Ja, Rumpumpelmumpel. Alter. Ja. Ach ja, dieser Typ, der macht mich echt geistig kaputt. Warum? Ach, weil du bist halt arm. Ah ja. Typ des Namen, Mann. Ja. Ach so, und ich habe jetzt gerade gelesen, Xavi hat geschrieben, wow, was für ein schöner Avatar, und damit meinte sie deinen Abi. Recht herzlichen Dank. Ja. Jo, ich es. No. Schade, dass Luna jetzt schon im Bett ist. Ja. Sie hätte bestimmt auch bestimmt Freude gehabt, mit in meinen VR-Chat-Livestreams dabei zu sein. Aber vielleicht klappt es ja morgen. Ich habe ihr gesagt, ich wollte morgen Abend 18 Uhr nochmal live gehen. Dann mache ich auch wieder einen VR-Chat-Stream. Also könnt ihr euch schon mal eintragen. Morgen Abend 18 Uhr bin ich wieder live für euch. Perfekt. So muss das sein. Weil morgen habe ich ja eh nichts weiter vor.
Und dann kann ich ja auch live gehen. Oder ist morgen irgendein Termin? 17.09. morgen? Ich glaube nicht, dass ich wüsste. Auf den Dienstag glaube ich nicht, nee. Nice, dann kann ich nebenbei auf Arbeit dir zugucken. Bist du jetzt wieder auf Arbeit, Xavi? Ja, es gibt nichts Besseres, als auf Arbeit einen Livestream zu gucken. Das ist ja sehr von mir, als ich noch arbeiten konnte. Das stimmt, ja. Ja, ab morgen wieder offiziell. Ah, okay. Ja, dann ist es doch eigentlich ein super Tag dann, ne? Dass du dann zwar wieder arbeiten, aber dafür dann nebenbei dann einen entspannten Stream dann wieder anschauen. Das an einem gewöhnlichen Dienstag. Ist mir egal, welcher Tag ist. Ja. Ja. Das sollte es auch. Genau. Aber wenn du einen Sonntag angefangen hättest, wen juckt's? Mhm. Ich streame, wann ich halt Lust habe. Richtig. Weil wenn der Streamer keine Motivation hat oder keine wirkliche Freude hat an dem Tag so streamen, das spüren dann auch die Zuschauer. Richtig, und das hat den Vorteil, dass er nicht mit Twitch deinen Lebensunterhalt verdienen muss. Ja, eben. Auch wenn das irgendwie schön wäre. Ja. Aber man verdient ja eh nicht wirklich viel. Ja, das ist schwierig. Weil du darauf angewiesen bist, quasi immer wieder Content zu bringen und sowas, für den Leute gewillt sind, dann Geld zu blechen und sowas. Ja. Ja, das macht auf Langzeit gesehen echt was mehr Züge. Es sei denn, man ist eine notgeile Frau auf Twitch und zeigt ihre Titten. Ja, das ist eh innerhalb von einer Woche direkt 1000 Zuschauer durchschnitt. Mindestens. Ja. Und die dann angeblich dann sagt er mit euren Spenden, helft ihr mir ganz groß, ja, dann helft ihr dabei, schön groß fett zu werden auf Twitch, ja. Oh ja. Ich meine, klar, wenn man wirklich für das, was man spendet, auch was Schönes, auch was geboten kriegt, sprich, auch wirklich ein Feedback vom Streamer an die Zuschauer oder einfach ein riesiges Dankeschön an die Zuschauer, in dem vielleicht ein bisschen was vielleicht eine kleine Verlosung, ne, als kleine Aufmerksamkeit. Da weiß ich gleich, was ich machen muss. Du, glaub mir, dann wirst du schneller gebannt, als du Bann sagen kannst. Nur leider trifft das halt nur halt denen zu, die das halt versehentlich machen. Ja, und solange du Twitch Geld einbringst, werden die sowieso nicht bannen. Das hat Twitch ja auch schon sehr oft gezeigt. Ja. Darum machen das auch leider auch viele. Die brauchen nur Ausschnitt zeigen. Und das Geld klingelt. Aber macht man das als Mann? Bann. Oh, vergiss es. Ja. Ja.
So ist das leider mit der Gesellschaft. Dass sie ja gefühlt 1000 Euro am Tag einbringen, ja, wird Twitch das natürlich nicht machen. Ja. Aber wenn es ein kleiner Pistreamer machen würde, den, wo Twitch vielleicht nur einen 50er im Monat einnimmt, ja, dann bist du weg von der Plattform. Ja. Wenn du sowas machst. Ich finde das generell nicht mehr so wirklich schön, wie das heutzutage so abläuft in Sachen Fairness. Ich meine, es bringt mir eigentlich auch relativ null, wenn ich jetzt meinen Stream jetzt auf 18 stelle, aber trotzdem gebannt werde für etwas, wo man sich eigentlich denkt, man hat sich damit sich eigentlich abgesichert. Vor 2 Jahren, wo es ja richtig schlimm war und so, wo man ja, während so ein Avatar wie ich jetzt zum Beispiel genutzt hätte, auch nackt ohne Kleidung und so war es, aber fast ohne Kleidung, wegen sowas dann Leute bannen, was halt noch, ja, die winzigste Sache ist, weil Poolstreams wirklich ganze Frauen nackt sind und sowas im Stream, das ist dann okay oder was? Haben wir da gesagt, so den übelsten Shitstorm damals. Ja. Wo viele auch gebannt wurden. Twitch das neu eingeführt hatte. Hauptsache. Ganz schnell wieder zurückgenommen haben. Hauptsache Titten ist okay, aber wenn Fairies sich einfach nur zeigen, dann ist gleich der größte Shitstorm. Ja, genau. Ich meine, hallo, ein Fairy hat Fell. Keine nackte Haut. Fell. Weich, flauschig, kuschelig. Okay, kann Flöhe bekommen, aber kuschelig. Nee, wir bekommen hier keine Flöhe. Das ist ein Gerücht. Nee. Das hatte ich schon Gerücht. Nee. Hier in VRChat bekommen wir keine Flöhe. Nein, 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 nein. Keine Flöhe, nein. So, morgen mache ich mir wieder was Leichtes zum Mittagessen. Morgen gibt's bei mir wieder Nudeln mit Pesto. Ja, darauf freue ich mich. No. Nett, wenn das Pesto gut zubereitet ist. Kann es echt nett sein. Ja, also das Pesto, das nutze ich eigentlich nur aus dem Glas. Aber du brauchst echt nicht viel ranmachen. Und es schmeckt einfach nur geil. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pesto ist generell was Feines. Du machst jetzt schnell die Nudeln fertig. Die sind auch schnell gekocht oder schnell gar. Ich meine, ich mache das ja so. Ich bringe erst das Wasser erst zum Kochen. Dann, wenn es gekocht ist, mache ich meinen Herd aus, mach die Nudeln rein. Natürlich vorher halt noch salzen, ne? Dann mache ich die Nudeln rein, mache einen Deckel zu und lasse es 10 bis 20 Minuten ziehen. Allein mit der Restwärme. Und dann sind die Nudeln super. Und man spart mit dieser Methode auch gleich Energie, also Strom. Man nutzt es einmal kurz kräftig, um das Wasser zum Kochen zu bringen und den Rest lässt man dann einfach dann ziehen, ja. Und dann wird das Wasser abgegossen, dann wird aufgefüllt, Pesto drauf und essen. Ja.
wenn nicht immer die Tage wären, wo ich dann einkaufen gehe und dann anderes Leckeres sehe. Wo ich mir dann eigentlich denke, brauche ich das jetzt wirklich? Aber leider sagt er mein innerer Schweinehund dann immer, ja, du brauchst das, du willst das jetzt essen. Und wo ich mir dann einfach nur denke, nein, ich will nicht. Ich meine, ich gehe langsam immer mehr auf die 120 Kilo zu. Ja. Aber was ich mir morgen nochmal holen möchte, ich möchte mir irgendwas mit getrockneten Pflaumen holen. Oder irgendwas mit Pflaumen. Vielleicht so Pflaumensaft oder so. Ja. Bei mir wird es nicht wirklich vorangehen im Inneren des Verdauungstraktes. Ich müsste generell mal meine Leber mal entgiften. Aber ich glaube, das mache ich, indem ich weniger Chips und so esse. Oh ja, damit macht es ganz gut an. Ja. Das Problem ist, ich liebe Chips. Das Ding ist aber auch, man kann noch weiterhin Chips essen, nur halt nicht mehr so häufig. Intervallfasten soll gut sein. Okay. Ich weiß nicht. Ich versuche jetzt mehr Salat in meinen Ernährungsplan reinzumachen. Vielleicht sollte ich meinen Salat vielleicht auch ein bisschen mit diesen Hühnerstreifen, so mit so Hühnchenstreifen so vielleicht anmachen. Und vielleicht auch weniger Pommes oder Bratwurst essen. Und abends vielleicht meine Stulle. Ah, nee, man sollte abends keine Kohlenhydrate essen. Nur leichtes, vielleicht ein bisschen Fleisch. Ja, ich glaube, oder ein Salat. Oder eine Suppe. Oh, eine Suppe und geilen Salat, ja. Das fühle ich am Abend. Ich weiß auf jeden Fall. Huch, wieso? Wieso soll ich jetzt zu Toni jetzt reingehen? Nee, so war das jetzt nicht gemeint. So haben wir jetzt nicht gewettet. Nein. Toni, böse. Entweder. Ach man. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Nee, ich gehe wieder zurück. Das ist jetzt nicht fair. Das ist jetzt nicht fair. Zum einen wegen der Musik. Die ist nicht streamerfreundlich. Ach, egal, aber nie, nein. Da bin ich wieder. Nee, damit hat. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ja. Seit wann ist das so? Der Hund kommt zum Knochen, aber nicht der Knochen zum Hund. Nee. Und außerdem läuft auf Volldeutsch eine Playlist, die nicht gerade streamerfreundlich ist.
Ich weiß nicht, ob die Musik jetzt streamerfreundlich ist, aber die ist auf jeden Fall. Ich habe nie Probleme gehabt, ich habe öfters in dieser Welt gestreamt. Ja, okay, gut. Nee, da läuft gerade so ein Rocklied aus den 80ern. Es war ganz cool, aber ich möchte es da auch nicht. Ach, okay. So wird auf jeden Fall ein Schuh draus, Toni. Ein Schuh. Ja, so wird ein Schuh draus. Komm schön zum Knochen, du Hund. Ich hoffe, ihr habt meine Uhren vermisst. Ich werde sie für euch nicht anhalten. Ich feiere das ja, mein Schütz. Da weiß man direkt, ja, das bist wirklich du. Ja. Das ist kein Fake-Body, nein. Quatsch, Akio. Das ist der Akio. Ja. Miau. Ich müsste eigentlich nur noch überlegen, wo ich die anderen Uhr alle hinhänge. Ich muss noch ein paar Löcher. Ich habe auf jeden Fall 3 Uhren, die ich verkaufen möchte. Zwei sind schon reserviert. Hallo Tonilein. Tut mir leid, dass ich mich wieder verdrückt habe. Alles gut. Alles gut. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe zwar was von dir bekommen, aber es ist, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich werde dahin teleportiert. Das stimmt was nicht. Tut mir leid. Alles gut, Tonilein. Ich kann jetzt Karate-Kit machen. Du kannst jetzt Karate-Kit machen, aha. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, das sieht sogar sehr komisch aus. Ich mach mal kurz mal die Streamer-Cam mal kurz mal aus. Jetzt sollte man wieder meine Ansicht wieder sehen. Ja, genau. Jetzt kann ich euch auch so auch mal zeigen. Ja, das ja. Was nutzt du eigentlich Schönes? Das heißt Driver for VR. Ach, Driver for VR. Hast du, glaube ich, auch? Nee, habe ich, glaube ich, gar nicht gekauft. Das hatte ich mal auf meiner Wunschliste mal gehabt, aber ich habe es dann wieder rausgenommen. Ja, dieses DLC ist ja auch kostenlos, dass ich mit Pinsen heben kann und so. Aber es sieht ja nicht wirklich. Es sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja. Aber ich glaube, dass das Tracking von der Index war einfach, ist einfach am besten. Die Pimax, die kostet glaube ich noch mehr als die Index. Ah, die kostet alles Vermögen. Ja. Ja, hat ja auch Betty. Ich weiß nicht, ob du Betty kennst, aber hat sie auch. Die Pimax oder die Index? Die Crystal Pimax. Ah. Ich hab mir ja die Pimax Crystal Super schon vorbestellt. Die ja 1799 US-Dollar kostet. Weil die will ich unbedingt haben. Ich hätte gerne diese Slime Tracker, die. Die sollen ja auch gut sein. Hab ich hier liegen, aber das so kann kalibrieren und das. Oh, echt? Schwer. Aber kann ich mal für dich anziehen? Nicht jetzt. Weil dann würde ich sagen, ich würde ja gerne mal die Pico 4 holen. Klar, die hat dann auch wieder einen Akku drinne. Aber dann bin ich wenigstens von Meta weg. Okay. Naja, ja. Aber dann bist du woanders. Die sind
alle irgendwie komisch. Oder ich hol mir eine... eine Rift S. Klar, könnte man sich auch holen, aber dann... Nee, doch, das ist eine, die halt nur... Eine Tomato war ja Oculus. Ja, ach man, ist doch alles Käse. Ich glaube, dann komme ich nicht drum rum, mir eine Index mitzuholen. Oder du kaufst den Kugelcardboard. Ist schon keins von beiden. Eine was? Ja, steckst halt ein Kugelcardboard so von früher mit Handy reinstecken und dieser Pappkarton. Oh, nee. Nein. Das war ein Spaß. Das ist... Das ist Much. Also mit Apple, ich habe mir ja früher einen Samsung hier gekauft bei Saturn für wenig Geld, weil ich unbedingt VR haben wollte. Stimmt, das habe ich mir auch geholt. Damals, das lief damals mit meinem Galaxy S7 Edge ganz, ganz gut. Ja. S7 oder S7 Edge? Ich wollte es heute mal ausprobieren, kann's vergessen. Es funktioniert nicht mehr. Allein, ich glaube, das lag auch vielleicht auch daran, weil ich mein Handy danach dann auch mal zurückgesetzt habe und ja. Nicht mehr kompatibel. Gibt's halt nichts mehr, was halt jetzt kompatibel ist. Ja. Jetzt kannst du dir diese VR mitsamt dem Handy dir noch in die Vitrine stellen. Ja, genau. Klar, das S7 Edge, das könntest du heute noch nutzen, aber gibt halt keine Updates halt mehr für. Nee, die dauern ja nur 3 Jahre oder so. Bei Samsung 5. 5 Jahre, ich glaube 4, 5 Jahre. Ui. Okay. Ich bekomme zum Beispiel für mein aktuelles iPhone, was ich jetzt habe, für das 12 Pro Max noch immer noch Updates. Gestern ab 19 Uhr bekommt jetzt jeder iPhone-User jetzt auch das Update zu iOS 18. Und dann kann ich auch mein Handy so gestalten, wie ich es gerne möchte. Und die Icons, dass sie nicht immer nur fixiert sind und ja, immer am Raster ausgeführt werden, ja. Ich will nichts sagen. Du weißt schon, was ich sagen wollte, aber das sage ich. Alles gut, dass Apple mit dem nach, was Apple mit dem nachzieht, wo andere schon früher da sind. Ja. Ich weiß, aber höchstwahrscheinlich lief das bei Apple damals halt noch nicht so gut. Weil ich glaube, bei Apple ist es auch so, wenn die was rausbringen, dann funktioniert es in der Regel auch dann sehr gut oder problemlos. Aber ich finde, ja. Das ist ja ein Ökosystem. Boop. Ja, aber ich bleib Apple dann trotzdem treu. Und ich glaube, mein nächstes Handy wird auch wieder ein iPhone sein. So viel steht fest. Also, ich wollte mir ein iPhone kaufen, nur wegen VTube. Dieses Tracking soll ja richtig gut sein. Ja. Aber naja, erstmal das VTube? Ja, als VTuber. Ach ja, stimmt, wegen der Facecam, ne? Ja, ja. Stimmt, weil Apple macht das ja, ich glaube, über Face ID oder wie macht das Apple? Ja, glaube ja. Aber komischerweise bei Samsung gibt's ja auch Face ID. Ich kenne mich nicht so aus. Vielleicht ist es auch nur ein Apple exklusiv
vielleicht auch eine Apple-Exklusiv-App. Fleisch, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hm. Näschen. Ah, ja, hey! Ich hab mir so... Danke. Ich hab mir sogar einen, der kann gut, der kann besser buben. Ein Binova. Ja. Ja. Sweet.